Oh Leute. Zu langsam weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Ich werde mal kurz die anderen Zwerge noch ausrüsten, falls ich jetzt schon wieder neue Ausrüstung bekommen habe. Das, dann das und sind die ganzen Leute, die schon ein paar Fähigkeiten hatten, verloren gegangen. Unser Schmied, unser Angler, alle. Also es ist... Ich hoffe, ihr trauert gerade mit mir, dass das passiert ist. So, die Stahlkeule. Jeder bekommt noch einen Helm, für jeden einen. Und du auch noch einen. Gut. Macht sie fertig. Ja, auch wenn ihr sterbt, da müssen wir jetzt durch. Weil wir sonst noch mehr Probleme haben. Was? Ist hier hinten schon wieder ein Zwerg? Ach, nee, du. So, ich würde gerne mein Haus endlich mal fertigstellen. Das wäre schon schön. Kann jetzt mal bald wieder Tag sein. Ah, nee, du. Diese Zwerge. Hey, hauen die da gerade auf meinen Totem rauf? Okay, das muss weg. So. Dann muss da auch nochmal Erde hin. Da kommt Erde ran. Ah, jetzt fangen wir mehr oder weniger von vorne an, aber wir bekommen ja alle 2 Minuten einen neuen Zwerg. Da geht das schon. Ihr holt euch das Zeug. Solange wir die nicht angreifen, scheinen die uns in Ruhe zu lassen. Vielleicht sollen wir die ja gar nicht bekämpfen. Vielleicht sind das ja Freunde. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Aber ich werde sie auf jeden Fall auslöschen. Dafür haben sie mir zu viel Leid angefügt. Angetan. So, neue Zwerge sind da. Endlich. Wir werden uns jetzt also um den Rest kümmern. Entferne Fackel. Da müsste eigentlich auch noch eine hin, aber wir werden das wegnehmen und da eine hinsetzen. So, dann wollen wir mal gucken. Können wir schon irgendwas an Technologien machen? Nein, weil ich mich die ganze Zeit mit anderen Dingen beschäftigt habe. Das einmal bitte alles wegmachen. Wäre zu freundlich. So, dann kommt da wieder eine... Kommt da Erde hin, genau. Und wir brauchen eine neue Tür. Türen habe ich auch nicht mehr unten im Inventar. Ach, nee, doch. So schön, jetzt noch ein komisches Ding. Und die Luke. Luke kommt dahin. Dann kommt hier nachher auch noch eine Tür hin. Bevölkerungszuwachs. Das Haus ist wieder fertig. Unsere Zwerge können endlich schlafen gehen. Was machen wir mit dem? Der muss weg. Später. Der Baum muss weg. Wir brauchen Holz. Jede Menge Holz. Den Wald nehmen wir auch noch weg. Offensichtlich sind die ja nicht gefährlich. Die greifen uns gar nicht so an. Das ist auch mal interessant. Und deswegen leben wir jetzt ab heute in fröhlicher und friedlicher Symbiose mit ihnen. Ach, peinliche Aktion. Wirklich peinlich. So, damit kriegen wir neues Holz. Mit neuem Holz können wir viel mehr machen. Die Ziege muss weg. Bevölkerungszuwachs. Jetzt werden es wieder mehr Zwerge. Guck mal.
was wir an Ausrüstung haben. Wir haben jetzt schon 8 Zwerge. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, dass wir schon Level 8 haben. So. Eisenaxt. Eisenaxt. So viele Eisenäxte haben wir nicht. Du kriegst noch Stein. Und du kriegst noch Stein. So, dann die Stahlkeulen. Die müssen auch weiter verteilt werden. Den Skelettsäbel, den kannst du haben. Genau, die Stahlkeulen sind alle verteilt. Dann haben wir noch Holzhelme, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und natürlich Schuhe. Ach nee, Zwerge wieder halbwegs ausgerüstet, auch wenn es nicht ganz so doll ist. Von dem, was man hätte machen können. So. Das muss auch weg. Dafür kommt denn da gleich Erde hin. Was ist hier schon wieder los? Genau so ist es. Weg mit dem Vieh. Baue Erde, baue Erde. Mach das weg. Baue Erde. Das muss auch weg. Und jetzt beeilt euch mal, da hinten habt ihr gar nichts mehr zu suchen. Musst du denn jetzt da unten runterkrabbeln? Weißt du, Zwerg muss man sein. Meine Güte. So, da kommt jetzt eine Luke hin. Dann brauchen wir Leitern. 1, 2, 3. Das wird aufgemacht. Ich brauche ein passendes Werkzeug. Du hast ein passendes Werkzeug und nicht nur eins. So, neue Leitern. Ja, sammle Sand haben wir abgeschlossen. Okay, hier unten kommt die Tür rein. Also, Luke. Warte mal, wir brauchen noch Sand. Erde. Dann brauchen wir die Tür. Da haben wir noch eine übrig. Die kommt dahin. Das kommt alles weg. Okay, und in friedlicher Symbiose hacken wir ihnen die Schneeballen weg. Buch des Fischers. Nein, sehr schön. Vorerst muss der Baum weg. Das bleibt kurz stehen. Nee, das muss bleiben, aber da kommt noch Erde hin. Wollen die Viecher sich doch wieder wehren? Nee, ich glaube, das ist nur der eine, der so ein bisschen kriegerisch ist. Die restlichen lassen uns alle in Ruhe. Aber ob das so gewollt ist vom Spielprinzip, das weiß ich nicht. Okay, so gleichen wir jetzt langsam alles an. Was ist hier los? Ach so, das Vieh. Dachte schon, die sind wieder unterwegs. So, er ist wieder zufrieden. Jetzt kommt der neue Totem direkt in die Mitte. Wo ist die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frei. Das heißt direkt neben ihm. Muss die Fackel aber weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Tatsache. Gut, Totem wegmachen. Nee, entferne Totem. Baue Totem hier hin. So, und dann können sich die Zwerge auch in Ruhe ausruhen. Wir können neue Leitern bauen, alles fertig machen, können neues Holz hacken. Ach, und jetzt können wir auch endlich mal mit der Technologie fortfahren. Eisblöcke, dafür brauchen wir das, das, das und das. So,
ganz viele Eisblöcke, dann die Eisstacheln, Eiszacken. Da brauchen wir Eis für. 1, 2. So. Und dann zeig mal, was wir sonst noch an Technologien haben. Holzstacheln. Ja, ich weiß nicht. Holz sieht nicht allzu gut aus. Einfacher Zaun. Das hört sich besser an. Nummer 1, Nummer 2. Ja, das war schon schön. Aber ich glaube, eine Holzfalle macht sich noch gut. Brauchen wir auch nicht so viel Holz. Gott. Endlich. Meine Güte. Es hat auch lange gedauert. Auf zu den Gerüsten. Wir brauchen Bretter und Holz. Und jetzt, wo wir Gerüste haben, meine Güte. Die müssen erst gecraftet werden, das ist aber absolut kein Problem. Und dann können wir hier auch endlich mal das Dach aufzimmern. Achso, da kommen wir jetzt gar nicht hin. So, der macht die Gerüste fertig. Dann gucken wir mal kurz, ob wir noch neue Bücher bekommen haben, dass wir unsere Leute mit denen ausrüsten können. Bücher. Hier ist das Buch des Tischlers. Wer bearbeitet denn jetzt gerade? Wer bist du? Zwerg auswählen. Du bist Telcha. Telcha bekommt jetzt das Buch des Tischlers. Nutzen. So, Magier. Magier wird noch mehr Magier und noch mehr Magier. Eventuell gibt's ja irgendwas Besonderes dafür. Buch des Bergarbeiters. Das kriegt auch der Holzfäller. Weil ich immer im Wechsel Bergarbeiter und Holzfäller lasse. Buch des Schwimmers ist absolut nicht wichtig. Handschuh des Bogenschützen. Ja, hier hast. Okay. Weiter geht's. Ah, in der Forschung. Außerdem könnten wir das Schindeldach bauen, aber das braucht Ton und damit Wasser und deswegen will ich es nicht bauen. Rundfenster braucht Glas und Holz. Wie sollte es anders sein? Ein Rundfenster, so. Und das kommt jetzt nochmal weg. Die da nerven. Okay. Ja, es nimmt nur ganz, ganz langsam Gestalt an. Das ist natürlich meiner Meinung nach viel zu langsam. So, einmal bis nach da hinten aufgraben. Das kann zu, das kann auch zu. Was ist das? Ach, eine Wurzel. So, dann brauchen wir Erde. Da. Die beiden machen wir zu. Sehr schön. Ach, und dann hat der Totem auch endlich mal Ruhe und muss nicht mehr die ganze Höhle da unten mitnehmen. Was? Ich brauche was? Ach, wir haben immer noch nicht genug Betten. Na gut, machen wir später. Wichtig ist mir das jetzt hier. Dann da Kohle ersetzen, Kohle ersetzen, Kohle ersetzen. Erstmal Kohle hinten ersetzen, Kohle ersetzen. Jede Menge Kohle. Gut. Dann grabt ihr mir das hier sowieso weg, also ist das sowieso egal. Da, Kohle ersetzen. Das kommt auch weg. Dafür kommt da Erde hin. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, ist albern. Gut, weg damit. Dann brauchen wir auch noch neue Leitern, damit die Zwerge links und rechts runter und hoch können. Oh, wo kommst du her? Ist auch egal. So, ich müsste jetzt langsam mal meine Dings haben. Meine Gerüste. Da sind sie. Das wurde auch Zeit, wirklich. Genau, macht sie fertig. So, dann kommt hier oben einmal eine Reihe Erde lang. Wunderbar. Da auch.
Sehr schön. Da kommt auch Erde ran. Das kommt weg. Da kommt Erde hin. Ach, es sieht doch schon annehmbar aus, oder? Sehr schön. Ach, so langsam wird's doch. Es hat ewig gedauert, aber so langsam wird's. Es kommt alles weg, obwohl, dann könnt ihr den da oben fällen und dann kriegt ihr das hier auch weg. Schnee ohne Ende. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Schnee mag oder nicht, also so wie es aussieht, wohl eher nicht. So, mehr Erde, Erde, Erde. Macht sie fertig. Gott. Ich will jetzt hier nicht mehr großartig mit denen rumspielen. So, das muss alles weg. Hinten ist schon wieder. Ihr sollt das Zeug da weghacken, Mensch. So. Okay. Da ran, da. Da überall hin. Okay, du kommst runter. Und dann gibt's noch einmal Erde dahin. Und dann haben wir es geschafft. Ach, endlich ist das Ding zu. Was den Schnee da oben angeht, das ist mir sowas von egal. Der kann erstmal wachsen und vielleicht haben wir denn ja mal eine große Möglichkeit, Schnee wegzukriegen. So, das alles weg.